Da denke ich mir so, oh, Leistungsdruck in meinem Genitalbereich, oh mein Gott. Ja. Und wenn ich dann als Coach da bin, also nein, dein G-Punkt ist noch nicht offen, oh, du hast deinen A-Punkt noch nie gespürt, jetzt wird es aber schwierig. Also das ist so eine Herangehensweise, die für mich alles so eng macht. Und das ist ja alles andere als das, was ich glaube, was die ganze Sex-Coaching-Branche, egal ob tantrisch oder irgendwie anders ist, bewirken will. Sondern wir wollen ja einen Bezug zu uns selber bekommen. Und das ist ein Mythos zu glauben, dass irgendwas sich nicht verändert in uns. Genitalien. Wie ist es dann, wenn man den G-Punkt stimuliert? Was macht da mehr Sinn? Nach innen ziehen oder nach außen drücken? Kommt drauf an, was man erleben will.